Ja, ich glaube, dass es ein enges Spiel war, über 90 Minuten. Beide Mannschaften haben kampfbetont gespielt, glaube ich, auch was die Zweikämpfe betrifft auf beide Seiten. Ich glaube, dass wir etwas glücklich in Führung gehen, aber die Führung haben wir nicht lange halten können. Es war nach ein, zwei Minuten, wo bis dahin eigentlich Karlsruhe noch keine echte Chance gehabt hat. Ja, liegt der Ball plötzlich wieder bei uns im Netz und dann ist es 1-1 und dann ist noch eine Zeit lang zu spielen. Und dann hat Karlsruhe Druck gemacht und hat versucht, auch mit hohen Bälle in den 16 Meter bei uns gefährlich zu werden. Na, das war auch zwei, dreimal der Fall. Einmal hält Robin Himmermann einen Ball unter die Latte und ja, den Elfmeter in die erste Halbzeit hätte natürlich die Führung sein sollen für Karlsruhe. Und am Ende, ja, bin ich natürlich froh, dass wir heute nicht verloren haben, weil wir wissen beide, auch mein Kollege, dass die Tabelle natürlich extrem wichtig war für dieses Spiel. Und ja, jetzt müssen wir beide, auch für KSC und wir aus St. Pauli, sich das nächste Spiel wieder voll fokussiert angehen, um wieder versuchen, die nächsten 3 Punkte einzufahren. Dankeschön. Man hat von Anfang an gesehen, was für ein Druck, was für eine Kraft auf diesem Spiel lag. St. Pauli hat uns den Spielaufbau, das Feld komplett überlassen. Glaube, war zunächst mal darauf bedacht, hinten gut zu stehen und die Tabellensituation im Optimalfall so zu belassen, wie sie ist oder wie sie vor dem Spiel war. Wir haben uns gerade zu Beginn sehr, sehr schwer getan, die richtigen Entscheidungen zu treffen, haben oftmals den falschen Spieler laufen lassen. Und dann unter Druck Bälle spielen müssen aus Situationen, die nicht unsere Stärke sind. Was mir in der ersten Halbzeit allerdings ein Stück weit abgegangen ist, war die Körperlichkeit der Mannschaft. Ich fand, St. Pauli war griffiger, war bereiter für zweite Bälle. Das waren wir nicht und das haben wir in der Halbzeit thematisiert, sodass es auch jeder verstanden hat. Und dann sind solche Spiele in dieser Liga, die sowieso eng ist. Ist es noch extremer heute gewesen? Dann geht es darum, wer macht den ersten Fehler. Und eigentlich, wie mein Kollege es angesprochen hat, hat St. Pauli bzw. der Schiedsrichter uns das erste Angebot gemacht, in Anführungszeichen. Und dann ist es einer dieser Situationen im Fußball, in der du einfach brutal sein musst und 1-0 in Führung gehst. Und ja, das Besondere in unserer Situation ist, wenn es nur der verschossene Elfmeter wäre, dann wäre es nur halb so wild. Aber dann kommt natürlich noch die zweite Geschichte, wie so oft gegen Nürnberg, Hamburg. Ich kürze es ab, dass es nicht zu länger geht. Dass wir das erste richtige Angebot nach hinten machen. Der Gegner ist eiskalt und geht 0-1 in Führung. Was die Mannschaft allerdings gerade nach der Pause ausgezeichnet hat, nach der Corona-Pause, ist, dass sie nicht aufgibt, dass sie immer an sich glaubt. Und bin trotzdem froh, dass wir relativ zeitnah nach der Führung von St. Pauli den Ausgleich erzielen konnten. Und wie der Kollege es richtigerweise angesprochen hat, erst dann haben wir angefangen, in Situationen zu kommen, die uns auszeichnen, unsere Körperlichkeit im Sturmzentrum ins Spiel zu bringen, Bälle aus dem Halbfeld in die Box zu bringen. Aber leider haben wir, glaube ich, in Summe heute, gerade was die erste Halbzeit anbelangt, zu wenig investiert in Zweikämpfe, zu wenig in zweite Bälle investiert, dass heute dann vielleicht auch mal das Pendel auf unsere Seite kippt. Insofern müssen wir uns wieder mit einem Unentschieden zufrieden geben und ja, müssen jetzt mal 2 Tage, glaube ich, die Birne abschalten und dann uns ab Dienstag wieder auf den kommenden Gegner vorbereiten. St. Pauli, alles Gute für den weiteren Verlauf und eine gute Heimfahrt. Dankeschön. Ja, von unserer Sicht bin ich glücklich damit, weil, wie gesagt, mein Kollege hat eine sehr gute Analyse gegeben. Ich glaube, dass es für uns wichtig war, dass wir eine Kompaktheit und eine Geschlossenheit hinbekommen haben im Vergleich mit unserem letzten Auswärtsspiel. Und das stimmt schon, dass wir anders aufgetreten sind dann normal. Und ich glaube, dass wir eine Stunde lang das Spiel auch kontrolliert haben. Und wir haben versucht, dass die Abwehrspieler von Karlsruhe die Lösung suchen müssten oder die Entscheidungen treffen müssten. Und mein Kollege hat es auch gesagt vorher. Und das war auch eigentlich bewusst, dass wir von unserer Kompaktheit schnell umschalten wollten von Abwehr auf Angriff. Und da waren wir vielleicht nicht genau, um den letzten Pass oder die letzte Flanke am Mitspieler zu bekommen. Und ja, eigentlich gehen wir durch einen individuellen Fehler in die zweite Halbzeit dann in Führung. Und ja, nochmals, ich glaube, wenn das Tor nicht fällt so schnell, dann muss KSC alles oder nicht spielen. Und dann hätten wir natürlich in die Umschaltung mehr Räume bekommen,
die wir dann hätten nutzen können. Aber das ist nicht passiert und das ist auch die Verdienst von Karlsruhe, wie sie nachher aufgetreten sind. Ja, ich brauche das nicht zu wiederholen. Ein Gegner, der nicht aufgegeben hat und die noch wollten, um auch das zweite Tor zu erzielen. Und wir hätten natürlich auch noch das Tor erzielen können mit Flummi-Miete vorm Tor, um vielleicht selber noch den Siegestreffer zu machen. Aber ja, ich bin nicht unzufrieden. Ich hätte gerne gewonnen. Mein Kollege glaube ich auch nichts lieber. Aber wenn man so den Spielverlauf sieht, haben wir vielleicht ein Quäntchen mehr Glück gehabt, weil wenn der Elfmeter muss in der Phase vielleicht auch drin gehen und dann kann es auch wieder für KFC in die gute Richtung laufen. Und insgesamt, ja, aus meiner Sicht haben wir den Abstand gehalten und jetzt müssen wir schauen, dass wir am Freitagabend in Bochum gegen einen neuen Konkurrent wieder die Punkte versuchen, für uns in unserem Fortsatz zu entscheiden. Ja, es ist das erste Mal. Ich war eigentlich während des Spiels, ich habe erste Halbzeit einmal was gesagt, auch ein bisschen gegen meinen Kollegen, aber ich glaube, dass wir das auch verstehen miteinander. Eigentlich war ich eigentlich über das ganze Spiel sehr ruhig und es war nur ein Moment, ein Zweikampf nah an mir dabei und ich glaube, dass es kein Foul war und es hätte eine Counter-Situation entstehen können. Aber ich respektiere das. In dem Moment muss man auch verstehen, dass wir als Trainer sich ja auch irgendwie mal Emotionen haben, die aber auch in Grenze bleiben, glaube ich. Und absolut einverstanden, dass der Schiedsrichter dann die Geste oder die Entscheidung trifft für die gelbe Karte. Ja, ich schaue natürlich erst, wie das Team ihre Leistung aufnimmt und wie sie den Plan miteinander durchführen. Und da gehört dann auch zu, dass Momente im Spiel, ob das Robin Himmermann ist oder ein Abwehrspieler oder ein Stürmer, jeder kann in den Details dafür sorgen, dass wir erfolgreich sind und dass wir Spiele gewinnen oder am Ende auch verlieren. Und er hat zwei entscheidende Momente gehabt, das war der Elfmeter und der Kopfball unter die Latte in der Reflex. Und ja, das sind die Momente, wo er auch ja, als Torwart zeigen muss, dass er uns auch im Spiel hält und auch hilft, um hier letztendlich auch mit den Unentschieden vom Platz zu gehen. Sechserkette, wir haben mit 4 Abwehr gespielt und zwei Mittelfeldspieler davor. Und man kann auch sagen, dass es vor allem in die letzte halbe Stunde die Verdienste war von Karlsruhe, weil sie, ja, mein Kollege hat es eigentlich alles sehr gut verwortet, dass sie früher von aus den Halbpositionen auch die Bälle in unserem 16 Meter gelegt haben. Und ja, dann steht man vielleicht mit ein oder zwei Mann mehr im 16 Meter. Aber grundsätzlich haben wir immer mit zwei Mittelfeldspielern davor gespielt, weil wir haben danach auch gewechselt und dann hat Flummi vor die Abwehr gespielt mit Rico. Ja, ich freue mich für den Junge, der hat es sich auch verdient. Er hat so gute Trainingsleistungen hinbekommen und leitet noch einen sehr guten Counter mit ein, wo Flummi die Chance hatte. Er spielt diagonal auf Dimi, Dimi legt ihm zurück auf Flummi und da war er mitbeteiligt. Und insgesamt hat er auch nach hinten gut mitgearbeitet und hat sich auf jeden Fall nichts anmerken lassen, dass er nervös war, weil es sein erster Einsatz war in die zweite Liga für ihn. Ja, ich glaube, dass ich denke auch, dass mein Kollege, dass sieht, dass wir selber auch eine spannende Situation haben nach so einer langen Corona-Pause. Dann jetzt die englische Woche, wie die Jungs das körperlich verkraften und wir werden, denke ich, heute und morgen die Bestandsaufnahme haben oder spätestens am Dienstag, weil wir haben ein paar angeschlagene Spieler aus diesem Spiel und das kann ich dann auch erst Dienstag beurteilen, wie weit die Mannschaft, die heute gespielt hat oder die in den Kader war, wie fit sie noch sind, um in die restlichen Spiele dann noch auflaufen zu können. Und wir werden, ich glaube, das habe ich gerade so verstanden, auch 2 Tage erstmal die Jungs eine Verschnaufpause geben und dann fangen wir auch wieder Dienstag an. Und dann müssen wir sehen, wie die Bestandsaufnahme ist aus diesem Spiel, wer wir für das nächste Spiel zur Verfügung haben. Oh, ich hätte die Frage sogar vielleicht noch anders formuliert, weil Marvin Wanicek hat ja, glaube ich, wenn ich richtig mich daran erinnere, das ist auch schon ein paar Wochen her, glaube ich, gegen Osnabrück auch verschossen. Ich bin kein Trainer, ich weiß nicht, wie mein Kollege das interpretiert oder macht. Er ist ja viel, viel erfahrener auf diesem Stuhl als ich. Ich bin kein Freund davon, Spieler in Situationen reinzudrücken, wo sie vielleicht sich gar nicht wohlfühlen. Also deswegen halte ich auch Abstand davon, vorher einen Mann zu bestimmen. Und er schießt dann, wenn der das ganze Spiel keinen Fuß von den anderen vorher gebracht hat, dann fühlt er sich vielleicht gar nicht so wohl in dem Moment. Klar ist aber, dass die Art und Weise, wie der Elfmeter dann am Ende geschossen wurde, er es auch nicht verdient gehabt hat, dass er reingeht. Ja,
Ja, die Enttäuschung sitzt, glaube ich, tief drin. Da müssen wir auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir hatten heute wieder die Möglichkeit, näher an das Feld ranzurücken. Das haben wir der Mannschaft vorher gar nicht so in der Deutlichkeit gesagt, sondern eher so ein bisschen positiver formuliert, dass wir unsere Kugel heute wieder in die Lostrommel mit allen anderen Mannschaften werfen können. Ein bisschen andere Wortwahl dafür gefunden. Woran hat es gelegen? Ich glaube, wer diese Liga ganz oben aktuell anschaut, da ist, ich weiß gar nicht, ob Bielefeld inzwischen einen 2,0-Punkte-Schnitt hat. Aber normalerweise, mein Kollege ist, weiß nicht wie oft, schon aufgestiegen. Ich glaube, das ist so die Faustformel. Da sieht man auch, dass die ganz großen Mannschaften Stuttgart, Hamburg in dieser Liga, die sehr kompliziert ist, Probleme haben, immer wieder kompakte Gegner aufzudröseln. Und ja, ich glaube, wir tun gut daran, dass wir uns alle selbst realistisch einschätzen können. Und wir sind nicht die Mannschaft, die einen Gegner auseinanderspielt, der so kompakt hinten alles verdichtet und auf Konter lauert, weil das hat die Mannschaft sehr, sehr ordentlich gemacht. Und davor haben wir auch gewonnen, vor den extrem schnellen Umschaltspielern von St. Pauli. Und demzufolge hat sich ein Spiel entwickelt, das ein bisschen zäh sich angefühlt hat und wahrscheinlich am Fernseher noch zäher. Aber ich bin als Trainer dafür zuständig, nicht nur für Unterhaltung zu sorgen, sondern für Punkte. Und da fehlen heute einfach mal zwei. Auch nach Trainingsleistung hätte bedeutet, dass wir eine komplette Trainingswoche gehabt hätten, aber das haben wir leider nicht gehabt durch die englische Woche. Insofern fiel sie aus einer Kombination aus Spielleistung in Hannover. Das hat Dirk sehr, sehr ordentlich in der zweiten Halbzeit sogar gut gemacht. Und ja, aus vielleicht auch aus der Ungewissheit, wie lange Rossi dann auch vielleicht durchhalten würde mit seinem Rücken. Und insofern ist es, glaube ich, gerade am Ende einer englischen Woche und mit dieser Corona-Geschichte im Rücken wichtig zu wissen, dass man auf jeder Position 11 fitte Spieler von Beginn zumindest auf dem Feld hat. Boah, ich habe gar nicht so viel Neues gesehen heute. Oder Dinge, die mich extrem überraschen. Ich glaube, wieso, weshalb, warum das ein bisschen zäher war, haben wir jetzt ein paar Mal schon wiederholt. Das ist, glaube ich, normal. Aber ich glaube, ich habe auch eine Mannschaft gesehen, in der zweiten Halbzeit insbesondere, die diesen drei Punkte unbedingt haben wollte, beziehungsweise die sich dann in der Phase, das ist ja für eine Mannschaft nicht so ganz einfach. Du bist Drittletzter in einem Spiel, wo du gewinnen musst, eigentlich im Nachgang, muss man sagen, verschießt einen Elfmeter, kriegst dann zwei Minuten das 0:1. Das macht ja was mit Menschen. Also wir sind ja keine Roboter, die das da so ohne weiteres wegstecken. Und wie das die Mannschaft dann wieder gerade nach diesen Rückschlägen versucht hat, sich dagegen zu stemmen, das imponiert mich. Und ich glaube, das ist auch ein Signal nach außen. Und jetzt müssen wir schauen, einfach, dass wir die Wunden lecken. Wenn ich mich nicht ganz wieder planlos präsentiere, haben wir jetzt zwei gesperrte Spieler am Sonntag in Aue. Deshalb ist eine komplette Trainingswoche ganz gut, sodass sich Zlatan und ich mal wieder was überlegen können für Sonntag. Ach, im Nachgang, glaube ich, sollte man im Fußball und wie auch im normalen Leben, glaube ich, zu seinen Dingen stehen, die man vor dem Spiel fühlt und die man konkret auf die Sache einzugehen, die man vor dem Spiel auch eine Idee hat, wie man aufstellt. Und ich glaube, das habe ich die vergangenen Tage schon betont, dass jeder Spieler in meinem Kader die absolute Berechtigung hat, von Anfang an zu spielen. Und gerade auf diesen Positionen bin ich ein Freund davon, dass man immer mal wieder durchwechselt, wenn der ein oder andere vielleicht nicht so richtig Zugang hat zum Spiel. Das haben wir auch heute wieder gemacht. Die beiden haben versucht, sich einzubringen. Das hat nach vorne nicht so gut funktioniert. Das war aber nicht allein Schuld der beiden, sondern das war sicherlich auch ein Verdienst vom Gegner. Den sollte man, glaube ich, auch immer in diese respektvolle Form mit einbinden, dass da eine Mannschaft gegenübersteht, die auch ein bisschen was von dem ganzen Ding versteht. Und von dem her schauen wir weiter, sollten uns, glaube ich, lösen von zwei einzelnen Spielern, sollten das ganzheitlich in den Blick sehen. Und ich glaube, da hat die Mannschaft die letzten Tage nach Corona ein ordentliches Gesicht gezeigt, dass wir gerne auch schon 6 Punkte mehr hätten. Ich glaube, der Kollege hätte auch schon 6 mehr gern, aber es ist kein Wunschkonzert. Insofern stellen wir uns der Aufgabe wieder nächste Woche und ich freue mich, die Jungs am Dienstag wiederzusehen.